there's no tomorrow. Ooh, waking on the night. Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Weihnachtsspecial mit euch an diesem schönen, naja, Montag, den 21. Dezember. Bisschen vorproduzieren, extra nur für euch, dieses Video zu Weihnachten zu geben. Auf dieser kleinen Welt, wo wir einst ganz viel erlebt haben und einfach hier dieses kleine fette Häuslein gebaut haben in diesem Berg. Und wir haben das schöne Brummen in unserem Bauch, weil wir Hunger haben, weil diese Tür aus Keksen besteht. Und wir gehen erstmal hoch auf diesen schönen Lebkuchenweg in unserem Heim. Schließen die Tür und sagen einfach: Hallo Weihnachten. Bist du die ganze Zeit gewesen? Ein Jahr ist es her, wo ich schon letztes Mal da gewesen war. Naja, und jetzt sind wir hier. Und ja, genießen jetzt die schöne Weihnachtszeit. Aber erstmal hier tun wir kurz wieder Chance kurz ein bisschen nach oben. Auf 1. Und gehen erstmal schlafen. Ich hab nämlich gleich was vor mit euch. Weil wir gehen nicht auf Reise zum Creative, sondern. Survival meine ich. Wir gehen gleich in den Creative Mode und bauen ein bisschen Mist hier auf der Welt. Heißt, wir bauen erstmal das Häuslein und alles Mögliche fertig. Und das will ich mit euch fertig bekommen heute noch. Und naja, vielleicht mache ich auch einen Zeitraffer oder auch nicht. Oder einfach ein ganz langes Video. Weil ich werde bald diese Stadt so aufbauen, wie ich es mir wirklich mal erträumt habe. Zu bauen wollen. Und naja, ich wollte einfach das dann schnell machen. Oder kurz einen Shader anschmeißen. Ah, komm, nehmen wir den hier. Einfach auf, Sache, es sieht einfach ein bisschen schön aus. Bisschen weihnachtlicher. Nehmen wir kurz hier die Results. Muss sie ein bisschen runterstellen. Damit es ein bisschen für euch angenehmer ist zu gucken. Und für mich angenehmer ist zu spielen. Aber erstmal laufen wir diesen Weg hier entlang. Ach komm, nee, komm, wir machen kurz hier wieder auf. Da. Handdeeps. Machen wir aufs Klein. So. Nee, 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 nee. Voll cool, Leute. Richtig nice. Raus, Haus von Günther. Bald nur noch gar nichts mehr. Jetzt erstmal gehen wir hier in ins. Warte, haben wir auch hier ganz viele Sachen in unserem Inventar? Haben wir, ja. Legen wir das erstmal ab und dann können wir erst anfangen, richtig loszubauen. So, haben wir irgendwo eine Kiste, die nicht benutzt ist? Hier können wir die reintun, genau. So, mit schöner Weihnachtsmusik. Mit euch. Diesen schönen Weg. Warum ist hier eine Fackel? Man weiß es nicht. So, erstmal gehen wir hier rüber. Ah, dieses schöne Wetter und die Sonne. Time. Ne, 7. Time, set, night. Ich hätte erstmal einen Laden öffnen sollen. Anwalt starten. Time, set, night. Dann ist das viel angenehmer für uns alle. Das ist die Atmosphäre auf dieser Map einfach wundervoll. So, aber erstmal. Rüstung können wir ruhig anbehalten. So, was können wir hier gebrauchen? Was ist das hier nochmal? Das ist doch Fichte oder Eiche bestimmt. Eiche ist das doch. Ganz bestimmt, ne? Eiche, sag ich ja. Da haben wir bestimmt Eichenholzbretter. So, wie wir es noch weitermachen können? Ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen weihnachtlich, ein bisschen schmücken und gestalten. Auch wenn es hier eine kleine Villa sein soll. Ich werde versuchen, es so weihnachtlich wie möglich zu machen. So. Erstmal hier brauchen wir Stein. Nein, das brauchen wir nicht. So, erstmal gucken, wo sind die halben Steinziegel? Nein, das brauchen wir nicht. Da, Eichenholz. Vielleicht wäre es schön, wenn wir das doch in. Ich weiß nicht. Wir bauen erstmal das wieder ab hier oben. Ich weiß, es hat Ressourcen gekostet, aber wir bauen das ganze Haus ja fertig. So, erstmal hier zack, zack, zack. Alles weg.
Das passt ja alles super dann. So. Das war zack, 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 zack. Dieses Dach ist ein bisschen unnötig. Aber ich werde es so gut wie möglich das machen, dass es hier so richtig schön gut aussieht. So. So, von hier aus geht's weiter. Das kommt alles weg hier. Mauer kann stehen bleiben. Genau. So, erstmal hier alles weg und weggeratzt, du. Damit alles hier richtig schön ist und erstmal mein Bildschirm richtig stellen. So. Geht doch. Bam. Zack. Oh, weg damit. Ich glaube, da habe ich noch was gesucht. Weiß nicht mehr so genau was, aber ich habe da einfach irgendwas gesucht. So. Jetzt haben wir hier das hier schon mal fertig. Werden aber das hier auch weg tun, eine Oberfläche davon. Weil das passt nicht ganz nach meinen Vorstellungen. Für dieses Haus will ich nach meinen Vorstellungen bauen. Und zwar nicht runterfallen, sondern nach den Vorstellungen meines Gehirns. Und ja, ich habe auch ein Gehirn, das denken kann. Auch wenn mein Name Kevin bedeutet. Und diese Witze werden immer schlechter. Naja, es ist Weihnachten und deswegen brauchen wir hier ein bisschen was hin und versuchen. Oder ich versuche hier ein bisschen was hinzukreieren. Und er wird einfach mir helfen, meine Weihnachtsbude hinzubauen. Wird keine Villa mehr. Ja, mehr oder weniger Villa. Aber es wird halt, wie soll man das sagen? Ein kleines Stübchen, wo man schön pausieren und rantieren kann. Aber erstmal wird dieser Boden, genau wie der hier vorne sein. So. Ja, sieht aus wie Lebkuchen. Ist auch saulecker. Lebkuchen als Erde. Mag auch jeder. Wünsche ich mir auch zu Weihnachten Erde. Sieht aus wie Lebkuchen, aber YOLO kann man ja auch essen irgendwie, ne? Erde, lecker fett im Bauch. Ich hoffe, da kriegt man keine Erzieses oder sowas. Nee, das war, glaube ich, gerade so schlecht. Aber erstmal hier richtig schön das Birkenholz. Was auch mega cool aussieht in diesem Texture Pack von Mr. Winter oder Mr. Sommer ist. Link in der Beschreibung. Wenn ich dran denke. So. Das erste Weihnachtsspecial hatte ich schon lange mal vor, sowas zu machen. Jetzt ist es soweit. Jetzt mache ich ein Weihnachtsspecial. Bis zwei müssen wir bauen. Aber sonst alles supi dupi. Und hoffe, es ist mal schön für euch, ein Weihnachtsspecial von mir zu sehen. Ich wollte mir sowas öfter mal machen, beziehungsweise wollte es mal machen. Gab aber leider nicht so wirklich die Chance dafür. Hier ist gar nichts drin. Okay, dann kann das hier ja weg. So, würde ich mal sagen, wir tun dieses einen Schalter runter. Das ist schon ein bisschen freier. Können wir gleich einen Tisch reinsetzen und vieles mehr. So, was ich noch hier jetzt gucken will, sind die Glasscheiben. Aber ich suche die normalen Glasscheiben. Sind eigentlich die weißen auch? Nee, kann man suchen. Das da, da wo die Funkel drauf sind. Funkel, glaube ich, wechsel du. So. Ah, vielleicht könnt ihr hier ein einzelnes rein. Ach komm, wir machen mal einen Zweier hier rein. Sieht ja auch irgendwie voll cool aus dann. Können wir das hier entfernen? Kommt wieder Böcke hin. Ja, komm, wir müssen freier lassen erstmal. So, okay, das können wir doch vielleicht noch mit wegreißen. So. Mal gucken, ob das aufgeht dann, Leute. Ich bin sehr gespannt. So, warte mal, wo ist die Hälfte? Weil das muss passen dann. Das muss sogar passen. Ja, die Musik ist cool. So, mal sehen. Das ist dort nicht die Mitte, oder? Ihr kennt die Musik auch. Ich weiß das, Leute.
So, hier ist die Mitte. Voll cool, Leute, voll cool. Und ich wollte nochmal an allen Danke sagen, die bisher fleißig bei meinen, naja, sozusagen Displays dabei sind oder richtig gut mitgucken. Das ist eine extrem schöne Ehre, dass ich als YouTuber hier arbeiten darf. Und für euch, nein, nur für euch, Leute, Videos machen darf. Das ist einfach ein Traum, ein Hobby, was ich mir noch nie vorher vorgestellt habe oder noch nie wirklich darüber nachgedacht habe, sowas mal zu machen. Jetzt gerade denke ich mir, jetzt bin ich angekommen, das ist mein Ziel. Und jetzt bin ich YouTuber und bin fröhlich einfach. Es ist einfach ein richtig cooles Gefühl, einfach YouTuber zu sein. Und es ist einfach was verdammt Neues, was ich wirklich noch nie wirklich vorher hatte. Und naja, es ist sehr geil. Muss ich schon sagen, es ist sehr cool. Auch können wir mal hier dieses schöne rote Holz oder sowas hier. Bisschen dunkler. Bisschen gemischtes Holz. Ist auch ein bisschen schön. Und da knurrt mein Magen wieder ein bisschen. So. Gehen wir jetzt hier ein bisschen rüber. So, zack. Ihr kennt die Musik alle, ich weiß es doch. Das liegt doch so auf der Zunge. Einfach mal Last Christmas. Es ist so ein berühmtes Lied und ist so schön für Weihnachten. Also wenn ihr es nicht kennt, ne, schämt euch, wenn Spaß. Also zieht euch das mal rein, es ist ein echt schönes Weihnachtslied und es passt immer dazu. Weil da fühlt man sich wirklich mit der Familie so ein bisschen verbunden und, das war falsch, verbunden und es macht einfach extrem Laune mit diesem Lied. Also ich empfehle es euch nur, weil es einfach so cool ist. Und ich baue gerade extrem falsch hier. Naja. Bekommt hier gleich Stützen. Oder wir können das Dach hier einfach... warte mal, Leute. Aber das ist sehr knifflig, was ich jetzt hier gleich machen werde. Das ist sogar sehr knifflig. Aber egal, komm, das trauen wir uns an. Wir sind die Baumeister. So, zack, 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 zack. Nein, nicht falsch herum. Nicht kopfüber stehen. Was ist denn das hier bei dir, ey? Boah, das ist doch Kopfschmerzen langsam, oder? Ajo, gut. Jetzt ist wenigstens die Zeit für Weihnachten da gekommen. Und die Frage ist, was macht ihr denn zu Weihnachten? Also ich feiere zu Weihnachten mit Geschenke. Aber sie interessiert mich dieses Jahr eigentlich gar nicht so. Auch wenn es vielleicht so super toll und, naja, zu teuer ist, aber mir ist das Geld eigentlich ziemlich egal. Hauptsache die Familie ist da. Und es ist einfach, die Familie zählt bei Weihnachten. Dass man einfach zusammen lacht, was trinkt, vielleicht ein bisschen alkoholisch, aber, naja, ein bisschen ist doch, doch auch mal nie. Außer man eine ganze Bodyflasche und so auf die bei in Russland irgendwie leer oder so, aber ihr wisst schon, was ich meine. So ein bisschen beisammenkommen und viel einfach da etwas erleben, weißt du? Einfach so schöne Sachen machen. Und einfach so sein, wie man einfach ist. Und das sollte auch so bleiben. So, machen wir erst das mal hier weg.
war. Hoppla, das war gerade falsch von mir. Also, wir müssen hier erstmal den Dach fertig bekommen, bevor wir überhaupt noch weitermachen. Wenn wir hier das Dach fertig bauen. Und wenn ich fertig bin, komme ich gleich wieder bei der Aufnahme. Bis gleich. Willkommen zurück zu diesem schönen, naja, Weihnachtshaus-Special, wo wir das Weihnachtshaus bauen. Ein Schweinchen schon mal drin mit diesem schönen Hut. Übrigens, Leute, ich habe schon einen Tag nicht mehr aufgenommen, diese Folge hier. Also dieser Part hier ist über 2 Tage aufgenommen worden, weil ich einfach gestern nicht mehr so Lust hatte. Ich habe, weil ich das Dach einfach fertig hatte, und dann habe ich andere Projekte gemacht, die vielleicht ein bisschen spaßiger waren. Naja. So kann man es auch machen, aber es sieht ein bisschen komisch aus, deswegen war ich einfach so. So, das Dach schon mal hier fertig ist, war extrem gerade schwer, deswegen habe ich einfach im Zeitraffer gerade gemacht. Naja. Kann man so nehmen, ne? So, als erstes klären wir unseren Inventar. So, wir machen jetzt erstmal einen Tisch. Einen richtig schönen Tisch. Dafür brauchen wir weißes Glas, genau. Und nehmen wir mal weißen Teppich, da brauchen wir auch roten. Das sieht festlich aus bei einer blauen Tischdecke. Am besten. Ich konnte es tun, am besten hier hin. Bin direkt da. Zack, 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 zack. Tun wir hier den roten Teppich auf dem Boden. So, zack, zack. Ah, gerade kurze Lecks. Ah, gut, okay. Hier den schönen roten Teppich verlegen. Dann tun wir hier den blauen Teppich drauf. Das ist natürlich auch mal was Schönes, Schnickes, ein richtig schöner blauer Tisch. So, ein richtig schöner blauer Tisch. Und außen nochmal weiß. Komm, wir machen das so, oder? Kleines Fest mal. So, warte, jetzt machen wir hier nochmal schon mal Türen.
Türen? Was sind eigentlich die ganzen Türen? Ich weiß nämlich gar nicht. Aber erstmal brauchen wir auch halbi Stepsies. Was nehmen wir mal? Wie sehen die aus? Nicht gemütlich. Was können wir benutzen? Was wir gebrauchen könnten oder nehmen könnten? Kratzchen. Sieht aber schön aus. Oder? Passt hier ein bisschen verschmort, aber komm. Holztür. Wiederum ein Problem. Ja gut, du Kerl. Lässt sich ja irgendwie schon so machen. Ah, da müssen wir unten noch verstecken, warte mal. So dass es noch zusammen aussieht. Hier unten ein bisschen wegmachen. Da müssen wir ein bisschen tricksen und rote Walle benutzen. So, wenn wir das hier hin tun. So, brauchen wir wieder roter Teppich, damit es sie wenigstens verbindet. So, es sieht wie geleckt aus. Hier können wir ja noch nichts machen, deswegen. Einfach jetzt oben zack. So. Haben wir das jetzt mal hier fertig, du. So. Was aber jetzt hier drin noch fehlt, ist der Baum. Ja, ja, Leute. Ich mache Bäume. Was nehmen wir natürlich? Natürlich Eichenholz. Nehmen wir auch richtig schön frisches. Gras. Gras, nee, aber kein Marihuana oder sowas, ne? Aber komm, nehmen wir mal hier schnell. Was war denn hier schönes? Eichenlaub. Hey, ich hab's gesehen, Eichenlaube. Komm, FPS, mach mit. Lampe stört hier vielleicht ein bisschen. Die ist gar nicht mehr da. Die ist weg. Machen wir weg. Das klappt hier drin nicht, viel zu klein. Viel zu klein das Haus. Dann können wir hier drüben was anderes machen. Und zwar was ganz, ganz Schniekes. Wir werden hier drin auch Teppich verlegen, natürlich auch in Rot. Machen wir mal einen rot-weiß gestreiften Teppich. So, nehmen wir die ganzen schönen Geschenke raus. Ein Geschenk wollte ich noch, das hier. Gut. Hat es gerade noch so ein richtig schön knallig blaues. Da. Da ist es ja. Gibt es auch bei den Gemälden so Vorhängen? So, vielleicht hier, ne? So was Kleines hin. Vielleicht können wir da noch ein blaues Rom hinsetzen. Ein bisschen die Optik verschärfen. Können wir da Grünes. Und da oben das Weiße. So.
Wenn jetzt irgendwie irgendwo noch was Schnickes ändert. Wie sieht der denn aus? Boah, wie geil, Alter. Richtig nice. Okay, warte mal noch jetzt hier, warte, oder? Hier gibt's nämlich richtig cooles. Da wo ist die Redstone-Fackel? Redstone-Fackel. So, brauche ich jetzt noch schnell ein Gemälde. Ein Gemälde brauche ich noch. Ganz ratzifatzi. Gemälde. Rahmen meine ich. Hatte ich vor, gerade eigentlich zu sagen. Ich habe unsymmetrisch gebautes Haus. Alter, warum habe ich gerade Lags? Wenn ich mit der Dekorei fertig bin, komme ich wieder. Bis gleich. So Leute, und herzlich willkommen zurück. Ja, ich bin ein bisschen fertig geworden mit den Dekorationen, auch von außen mit den Zuckerstangen. Und es lägt erstmal richtig schön. Ach egal, scheiß drauf, wir machen trotzdem weiter. So, geh mal rein. So, hier kann man schön sehen. Geschenke, Zuckerstangen und ein Lebkuchenmännchen ist drauf. Hier vorne kannst du sehen, wie Lebkuchenmännchen und Blumen zusammen variieren und Zuckerstangen. Das gleiche ist auch mit denen hier oben, mit den Wollblöcken, heißt auch Kugeln. Weihnachtskugeln sollten es eigentlich sein. Denn dieser wunderbare Tisch hier vor uns, wo wir ein bisschen rumschlawenzeln können und uns hinsetzen können, wo wir nicht wirklich draufsetzen können. Wir sind ein wenig groß, aber sonst alles gut. So, können wir aus dem Fenster gucken. Hier habe ich ein paar Weihnachtsmänner aufgestellt aus Schokolade. Sieht extrem cool aus, besonders in 3D. Und hier nochmal ein kleiner Männchen. In, ja, 2D-Spites. Da oben ganz viele Köpfe von einer Kuh. Ist aber ein Lebkuhmännchen, diesen Texture Pack. Sowie ein Creeper-Gesicht, was auch wiederum ein bisschen lustig ist. Und hier sind noch mehr Weihnachtsmänner. Dieser Teppich habe ich hier ein bisschen rumverlegt und geguckt, ob ich sie weiter verlegen kann. So, man bemerkt die Lampe, die wir noch vorher gebaut haben. Und das war's dann auch theoretisch von hier drinne. Jetzt geht's ab nach draußen und das dekorieren wir jetzt gleich. Naja, dekorieren ist zwar ein bisschen anders als gedacht, aber es kommt alles nochmal später. Ich habe jetzt hier erstmal, die Lampen gemacht, alle Fackeln hier umrum entfernt, was hier so außenrum sein könnte. So die ganzen Fackeln und es lag schon wieder. Später wird der Leuchtturm gebaut und dann kurz aufgenommen. Ja, dazu alles. Oh. Später.